For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch, ein Tigerpython Hypocaramel ist die Farbform. Ich zeige den euch aus drei Gründen. Der Grund Nummer eins, ganz banal, Hypocaramel sieht ja echt lässig aus. Also mir gefällt die Farbe wahnsinnig. Finde ich die perfekte Mischung zwischen Hypo und Karamell. Der Hypo selber ist eigentlich hübsch und der Karamell ist auch hübsch. Aber Hypo Karamell, dieses, wie soll man sagen, so vielleicht so buttercremefarbene Erscheinung, finde ich wirklich toll und super. Der zweite Grund, wieso ich den ausgesucht habe, vielleicht erinnert euch an das Intro-Tierchen, großer Netzpython, den ich vor einiger Zeit mal hatte. Der war mordsanstrengend mit seinen 4 Metern. Der hier hat vielleicht 2,5 Meter und ist einiges gechillter. Dachte ich, ich mache es mir mal einfach. Das ist der zweite Grund. Der dritte und eigentlich Hauptgrund, wer schon gut aufgepasst hat, der hat es vielleicht schon bemerkt. Das Tier hat einige ganz schöne Narben, also schön in Anführungsstrichen, also ganz gravierende Narben. Hier oben und vor allem hier unten. Den haben wir bekommen, da hat er ziemliche Brandverletzungen gehabt. Ne? Das sah am Anfang, erst sah es gar nicht so schlimm aus. Das war halt einfach so eine verbrannte Kruste, wo er drauf hatte. Hat sich dann aber die Krusten, die schrumpeln dann so ein und dann hat man drunter, sieht man dann schon das verbrannte Gewebe. Da sah es dann wirklich eine Zeit lang ganz schlimm aus. Das Tier hatten wir sogar im Verkaufsraum, weil wir einfach von der Terrariengröße in der Quarantäne nichts hatten, was der Größe gut entsprochen hätte. Da muss man dann auf Zeitung halten, die Tiere, ne, damit es nicht schlimmer wird oder sich nicht infiziert vor allem. Haben wir behandelt mit einerseits mit F10, mit dem Ointment. Und dann anschließend noch mit Hydraulik behandelt. Und wie gesagt, war im Verkaufsraum. Da waren dann Leute oder auch Bekannte, die mich dann zur Seite genommen haben und gesagt, oh, Stefan, guck mal, wie der aussieht. Den kannst du doch hier nicht in aller Öffentlichkeit, wenn die Leute das sehen, was denken denn die und so weiter. Und dann haben wir es halt auch an die hingeschrieben, dass wir das Tier bekommen haben, dass das in Behandlung ist. Was ich damit erzählen will, es gibt halt auch mal ein Tier, das man behandeln muss. Das kann man natürlich einerseits verstecken oder man kann es halt doch zeigen, wenn man in dem Moment sich drum bemüht und ich würde mal behaupten, alles richtig macht. Dann weiß ich gar nicht, ob man das dann so dringend verstecken muss oder sollte. Und wenn man dann am Schluss sieht, was da wieder für ein tolles, hübsches Tier rauskommt. Klar hat der jetzt noch ein paar Narben, aber mich persönlich, mich stört es überhaupt nicht. Wunderschönes Tier und deswegen recht ausführlich heute mein Intro-Tierchen für euch. Die Folge heute heißt die 5 giftigsten Reptilien der Welt. Betonung liegt auf giftigsten. Wir reden jetzt hier nicht von den gefährlichsten oder wo am meisten passiert oder sowas, sondern wir reden wirklich von den 5 giftigsten. Das heißt, bei welchen Reptilien ist die Giftwirkung oder welche haben das stärkste Gift? Ne? Das heißt, dass sie mit so und so viel Milligramm Gift so und so viel Lebewesen töten können oder sowas. Ne? Das ist heute das Kriterium. Ja? Also es geht nicht darum, wo am meisten passiert, sondern welche das potenteste Gift haben. Also ich habe jetzt 5 ausgewählt, habe selber ein wenig recherchiert. Ne? Das ist ja auch nichts, was ich völlig aus dem Kopf, gerade Giftschlangen ist ja auch nicht ganz mein Thema. Habe dazu ein wenig recherchiert. Was man auch noch sehen muss, selbst da gibt es wieder Unterschiede. Zum Beispiel ist ein gravierender Unterschied, ob ich das Gift nehme, intravenös, intramuskulär oder subkutan verabreiche. Ne? Habe ich einen Schlangenbiss, wird der ja höchstwahrscheinlich intramuskulär oder wenn ich jetzt gerade eine
ein Blutgefäß treffe oder der Biss ein Blutgefäß treffe, wird es intravenös sein. Aber da kann man schon unterscheiden. Da hat man Versuche gemacht und hat gesehen, ach guck mal, das Gift wirkt intravenös viel stärker wie jetzt intramuskulär. Und bei einer anderen Schlange hat es intramuskulär wieder stärker gewirkt wie intravenös. Also das ist auch völlig tricky. Was ich damit sagen will, die fünf, wo ich jetzt aufzähle, gehören potenziell zu den Tieren bzw. Schlangen, ne, um was vorne wegzunehmen, die ein extrem starkes Gift haben. Aber es wird da sicher Verschiebungen geben und auch in der Zukunft Untersuchungen geben, wo man merkt, ja, upsie, das Gift ist ja doch stärker wie das und so weiter. Also das hat jetzt keinen Anspruch auf 100%ige Korrektheit, weil das auch gar nicht geht bei diesem Thema. Ne? Wir haben es Top 5 genannt, das ist immer so der Reißertitel. Wenn wir das schon so reißerisch nennen, dann fangen wir natürlich auch mehr oder weniger von hinten an. Die Nummer oder auf Platz 5 von meiner Recherche und von meiner Einordnung landet die Boomslang. Boomslang Dysfolidus typus heißt die. Muss ich sogar nachschauen, habe ich nicht einmal den wissenschaftlichen Namen im Kopf. Aber kennen tun sie wahrscheinlich die meisten Terrarianer. Die Boomslang, ihr habt sie sogar schon original gesehen, kommt südlich der Sahara vor, also von West nach Ostafrika bis runter nach Südafrika ist die gar nicht mal so unhäufig. Es ist eine Trugnatterwitz oder interessanterweise eine Trugnatter heißt, dass sie die Giftzähne auch ziemlich weit hinten hat. Dadurch gibt es auch nicht oft irgendwelche Bissunfälle, weil um wirklich von der ernsthaft gebissen zu werden, denke ich, muss schon dumm laufen, muss ein Finger sein, der dann wirklich auch so tief reinkommt. Also so, ich könnte mir vorstellen, ein Biss ins Bein oder an irgendeine dicke Stelle würde wahrscheinlich das Gift gar nicht großartig injizieren können. Bekanntheit hat sie erhalten durch das, dass der Herpetologe bzw. Wissenschaftler Carl Schmidt, deutscher Name, aber ein Amerikaner, der wurde 1957 getötet durch das Gift einer Boomslang. Er hat die Schlange gebracht bekommen in sein Institut. Mehr oder weniger was darüber bekannt war, das Tier kommt aus südlichem Afrika, aber mehr eigentlich war gar nicht bekannt drüber. Und hieß, ja, was ist denn das für eine Schlange? Der hat die untersucht, hat sich blöderweise beißen lassen, hat dann auch relativ bald gemerkt, upsie, das war ja wohl doch ein Giftbiss, hat den aber nicht so wahnsinnig ernst genommen, beziehungsweise ist da recht gechillt rangegangen, hat das alles dokumentiert, wie sich das entwickelt, wie es ihm geht, dass die Giftstelle blutet, dass seine Schleimhäute, Nase, Mund geblutet haben. Dann hat er noch dokumentiert, was er gegessen hat. Und hat das alles so gemacht, ist schlafen gegangen, am nächsten Tag wieder aufgewacht, weiter dokumentiert. Und bis es ihm so nach anderthalb Tagen wirklich schlecht ging, ne, er sich auch bei anderen gemeldet hat und gesagt, oh, das wird zum einen nicht besser, mein Essen habe ich auch unverdaut wieder ausgebrochen, jetzt wird es doch langsam blöd. Aber hat es wohl auch bis zu dem Moment nicht richtig ernst genommen und ein paar Stunden später war er tot. Ne? Also eine traurige Story, ein bisschen dahinter, aber natürlich auch eine spektakuläre Story. Und dadurch, glaube ich, hat die Boomslang auch relativ hohe Bekanntheit erhalten und hat aber, deswegen kürze definitiv in die Top 5 rein, wirklich ein sehr potentes Gift, ungewöhnlich für eine Trugnatter. Auf Platz 4 meiner Recherche kommt der gebänderte Kreid Bungarus multicinctus, beziehungsweise es gibt mehrere Bungarus-Arten. Meistens taucht der multicinctus auf als der Bungarus mit dem stärksten Gift. Kann aber auch sein, dass es andere Arten aus der Familie sind, die vielleicht doch ein etwas potenteres Gift haben. Nehmen wir mal den multicinctus, eine asiatische Giftnatter, also lebt hauptsächlich auf dem Boden, kommt vom Süden China vor bis über Myanmar, Myanmar, Taiwan, Laos kommt der vor.
gar nicht mal so selten. Das Gute daran ist, dass diese Kreiz nicht sonderlich aggressiv sind. Interessanterweise, früher hat es sogar mal geheißen, die würden am Tag gar nicht beißen, also nur in der Nacht beißen. Also da würde ich mich, glaube ich, nicht unbedingt drauf verlassen. Ich denke, wenn man den am Tag lang genug ärgert oder nervt, wird er auch am Tag beißen. Aber es ist eine sehr beißunfreudige Schlange. Dadurch passiert relativ wenig mit dem Tier. Wenn sie beißt, hat er wirklich ein sehr hochpotentes Gift. Also landet aufgrund der extremen Wirksamkeit von seinem Gift nicht zu Unrecht auf Platz 4. Auf Platz 3 landet eine Schlangenart, die ich vermutet hätte, dass sie auf Platz 1 landet, aber sie ist nach meiner Recherche nur auf Platz 3. Als Überbegriff, das sind die Sea Snakes oder die Seeschlangen. Ne? Da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele. Es gibt auch welche, die sogar eher ein relativ schwaches Gift haben. Aber die meisten von haben ein ganz hochpotentes Gift. Macht natürlich auch Sinn. Die Seeschlangen jagen im Wasser ihre Beute. Denk mir, wenn die dann irgendeinen Fisch erwischen und beißen, dann kann der Fisch natürlich auch nicht noch einen halben Kilometer oder einen Tag lang weiterschwimmen, bis er endlich mal tot ist, sondern der muss schnell sterben, damit sie den Fisch auch wirklich erwischen. Ich denke, das ist der Hintergrund, wieso die so ein potentes Gift besitzen. Die giftigste von denen ist wohl, oder eine der giftigen, auch da gibt es wieder zig Studien drüber, aber Ipisurus dubwasi kommt zwischen Neuguinea und Australien in dem Gebiet oder in dem Meeresbereich zwischen nördlichem Australien und Neuguinea kommen die vor. Wie gesagt, sollen von allen Seeschlangen mit das potenteste Gift haben. Ist ja interessant so. Also so alles wegen so in der Ecke Australien, werdet ihr kleiner merken, scheint da besonders viel abgekriegt haben, was Giftigkeit betrifft. Und eben da gehört auch diese Ipisurus dubwasi, also nach dem Dubois wohl benannt, gehört da dazu. Unfälle mit Seeschlangen sind sehr, sehr selten. Ihr kennt vielleicht auch Filme von irgendwelchen Tauchern, die sogar mit den Seeschlangen hantieren und so weiter. Ich selber habe in Sri Lanka auch schon mal Seeschlangen gesehen, die machen gar nichts. Also ich habe sie letztendlich nicht angelangt, muss ich nicht. Aber die machen einen völlig unaufgeregten Eindruck, neigen überhaupt nicht dazu zu beißen, zumindest die meisten Arten. Es soll wohl auch Arten geben, die das nicht wissen und vielleicht ein bisschen aggressiver sind und eher mal beißen. Also falls ihr irgendwo auf der Welt eine Seeschlange seht, nicht anlangen. So nach dem Motto, Stefan hat gesagt, die beißen nicht, kann man anlangen. Bitte nein. Ihr habt vielleicht auch schon im Fernsehen gesehen, in Asien so Fischer, die so Netze auslegen und dann in diesen Netzen tun auch oft Seeschlangen drin landen. Und die Fischer, die ziehen die einfach aus dem Netz raus und schmeißen die wieder ins Wasser rein, ohne Handschuh, ohne alles, obwohl die an sich ein tödliches Gift besitzen. Also von dem her sind sie wirklich sehr beißunfreudig. Unfälle mit Seeschlangen sind sehr, sehr selten passieren. Also man kann jetzt sagen, es passiert überhaupt nichts. Sie passieren, aber sie sind sehr, sehr selten. Aber das, wie gesagt, das Gift, ein sehr potentes Schlangengift. Ich hatte es gerade schon gesagt, so Richtung Australien wird es irgendwie komischerweise immer giftiger. Und bei Platz 2, da sind wir jetzt in Australien, die Brown Snake Pseudonaya aus Australien, die landet auf dem zweiten Platz, hat ein extrem potentes Gift, besonders die Eastern Brown Snake ist, by the way, auch für 50% der tödlichen Unfälle in Australien verantwortlich. Um das Ganze gleich wieder ein wenig kleiner zu machen, wie es ist. Also tödliche Unfälle in Australien sind zum Glück die letzten Jahre, Jahrzehnte auf einstellige Werte zurückgegangen. Also im Jahr sterben 2, 3, 4 Leute an Schlangenbissen. 50% davon gehen auf die Eastern Brown Snake. Das heißt vielleicht 2, 3, 4 oder 1, 2, 3 Todesfälle.
Hat natürlich mit einer super medizinischen Versorgung zu tun, mit Antivenom zu tun und damit zu tun, dass Schlangenbisse insgesamt zumindest in vielen Regionen der Welt viel seltener passieren, wie man eigentlich immer denken würde. Ne? Aber nichtsdestotrotz, Thema ist ja die Wirksamkeit des Giftes und da ist die Eastern Brown Snake auf Platz 2, hat ein hochwirksames Gift und deswegen nicht zu Unrecht auf dem zweiten Platz. Auf Platz 1 des potentesten, stärksten Schlangengifts auf dieser Welt landet der Inland-Taipan, der australische Inland-Taipan, Oxyuranus, ist der Gattungsname Oxyuranus. Theoretisch der Biss von einem Tier, also eine durchschnittliche Giftmenge, die er bei einem Biss abgibt, würde theoretisch 100 erwachsene Menschen töten können. Ne? Also unglaublich. Menge eines Bisses, 100 erwachsene Menschen, kann man sich vorstellen, wenn da ein Mensch gebissen wird, dann wird es echt absolut brenzlig und mit Antigift und so weiter. Was auch interessant dazu ist, oder was wir jetzt die ganze Zeit noch nicht behandelt haben, ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch, wo man gebissen oder wo ein Mensch gebissen wird. Ne? Ob ich den wie gesagt, direkt womöglich in eine Schlagader reinkriegt, dann geht es sicherlich nur wenige Minuten bis ganz, ganz wenige Stunden. Andererseits haben wir beim Boomslang vorher gehört, das Ganze ging 1,5 Tage. Und Boomslang ist auf Nummer 5 des potentesten Giftes. Ich glaube, die Vorstellung, die man früher manchmal hatte, man wird gebissen und 2 Minuten später bums tot, ist in fast allen Fällen Quatsch. Mag vielleicht Ausnahmefälle geben, wie gesagt, wenn vielleicht eine Hauptarterie getroffen wird und das Gift wirklich direkt im Herzen landet, kann es unter Umständen schneller gehen. Aber generell ist das schon eine Sache, was sich über Stunden hinwegzieht, wenn ein Mensch gebissen wird, schnell natürlich in eine Behandlung kommt. Zeit ist für ein Gegen- oder dann ist auch noch die Zeit für ein Gegengift, ne? Nicht um das verharmlosen zu wollen oder zu sagen, na, alles easy, aber so die Vorstellung, Biss und Bums, 10 Sekunden später tot, das ist nicht ganz so der Fall. Noch wichtig bei dem Inland-Taipan, zum einen ist die Schlange wohl relativ scheu, also bei wenn ich als Mensch rumlaufe, also die so ziemlich alle Schlangen probieren ja natürlich erstmal abzuhauen. Wenn Unfälle passieren, dann in der Regel, wenn die Schlangen irgendwo in der Ecke sind oder wenn der Mensch aus Versehen drauf tritt, ne, dann beißen sie natürlich, um sich zu wehren. Aber die Tiere sind sehr scheu. Inlandstaipan kommt in Gebieten vor, wo es eh dünn besiedelt ist. Also Australien selber ist ja an sich schon dünn besiedelt. Und da, wo die vorkommen, ist, das sind auch nicht die klassischen landwirtschaftlichen Gebiete oder irgendwas, sondern das Tier ist scheu. Also auf einen Inland-Taipan zu treffen oder wenn man nach Australien gehen würde und einen suchen würde, wenn man fotografieren will, würde man wahrscheinlich auch Tage, Wochen, Monate lang suchen müssen. Und dadurch passieren natürlich auch sehr wenig Unfälle. Das war die Folge über die Top 5 giftigsten Reptilien. Wenn ihr sagt, ach Stefan, jetzt hast du Quatsch erzählt, das und das gehört doch definitiv mit rein und das gehört definitiv raus, könnt ihr gerne unten kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, ihr es interessant fandet, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Betreffs Kommentare, was sicherlich von euch kommentiert wird, ja, wo ist denn die schwarze Mamba, die soll doch so extrem giftig sein. Die ist tatsächlich nicht unter den Top 5 mit dem stärksten Gift. Wir werden noch eine Folge machen mit den gefährlichsten Reptilien der Welt, ne? Wo die meisten Menschen oder wo die meisten Todesfälle passieren. Da dürfen wir mal gespannt sein, vielleicht ist sie da mit dabei. Aber was die Potenz des Gifts betrifft, ist die schwarze Mamba definitiv nicht mit dabei. Das war die heutige Folge. Denkt an den Daumen hoch. Und ansonsten bleibt mir treu und checkt, was soll ich da sagen, checkt die
verschiedenen Top-5-Listen, die wir jetzt so ein wenig machen werden.